Ja, weißt du, so eine Situation. Lass uns da mal kurz drüber reden. Meine Tochter ist ja gerade in Irland, kommt morgen zurück nach 3 Monaten Praktikum dort. Und da hat sie also auf so einem Pferdehof, hat sie da also ein Praktikum absolviert. Und da war also auch noch ein anderes Mädel in ihrem Alter, die sind beide 18. Und die haben da auch das Zimmer sich geteilt, ein großes Zimmer. Und mit eigener kleinen Küche und so weiter. Und im Verlauf der 3 Monate stellte sich also heraus, dass das andere Mädel, dass die also, ja, wie soll man sagen, dass die vielleicht egoistischer drauf ist, dass die sich nicht um ihre Zimmernachbarin, in dem Fall meine Tochter, dass die sich da nicht so richtig kümmert, ja. So, und nun waren die beiden krank. Zuerst war meine Tochter krank, das ist auch erst 1 Woche her oder so. Und also mit übergeben und Fieber und ganz dreckig fühlen und all was dazugehört. So, und ihre Kollegin hat sich also gar nicht um sie gekümmert, ja. Was ich nicht verstehen kann, ja, wie das möglich ist, wenn da jemand überm Eimer oder Toilette, und wir wissen ja alle, wie das ist, ja, dass man den anderen dann sich selbst überlässt, das geht mir nicht in den Kopf. Selbst wenn ich die Person nicht so besonders mag. Aber das würde bei mir nicht passieren, nicht möglich sein. So, na jedenfalls hat meine Tochter das dann überstanden und dann wurde die andere krank, ja. Und dann kam also hinterher der Rücklauf auch, ja, dann hat sie ihr aber auch nicht geholfen. Was ich allerdings auch nicht Ja. verstehe, ja. Selbst wenn das dann so war, weil ich ihr dann immer sage, so, du hör mal, Schatz, du musst das nicht machen. Versuch ein Vorbild zu sein, versuch das besser zu machen, lass dich nicht runterziehen, versuch die Liebe in die Welt zu bringen, ja, sie lacht darüber, wird sie irgendwann mal verstehen. Aber tatsächlich ist das eben so, wenn wir uns gegenseitig nicht gut behandeln, dann kommen viele Menschen zu dem Schluss, ja, du, dann helfe ich dir auch nicht, wenn du dann überm Eimer kniest, ja, und dann, wenn es dir dreckig geht und du Fieber hast und du fühlst, als ob du sterben möchtest. Ja, das ist Und grausam. das ist fatal. Ja, Das ist das grausam, ist nicht? grausam. Vor allem passiert das sehr oft auf dieser Welt. Ich habe ja sehr, sehr viele Zulauf und Berichte von Menschen, auch selber Erlebnisse gehabt. Mitten in der Stadt kippt ein Mensch um und liegt da auf dem Boden, auf der Straße. Und da laufen die Leute vorbei und keiner tut was. Die denken sich, entweder hat er Ja. Drogen genommen oder ist er so besoffen. Das interessiert sie fast gar nicht und das ist grausam. Ich bin auch mal vorbeigelaufen und dann habe ich gesehen, da liegt ein Mensch. Ich konnte nicht anders als da hingehen und den Mensch rütteln und sagen, hallo, was ist los? Was ist passiert? Und tatsächlich hatte dieser Mensch einen Schlaganfall. Ja. Und die anderen liefen einfach weiter. Für mich war das wie ein Schlag ins Gesicht, wie ein Schlag ins Herz. Das kann man doch nicht bringen, habe ich gedacht, liebe Mitmenschen, wo seid ihr denn? Und auf der anderen Seite erwarten sie auch Hilfe, wenn denn was passiert. Aber diesen Menschen haben sie liegen Aber lassen. das Der ist ist dann es aber ja. auch verstorben, 2 Tage später. Ich habe den Krankenwagen Ja. gerufen, ich habe alles Ja, getan, ich konnte nichts mehr tun. das habe ich also mehrfach erlebt, was du gerade sagst. Als ich damals noch Gleitschirmflieger war, da ist also ein Kollege von mir beim Landeanflug, ist der aus ca. 10 Meter Höhe, 5 Meter Höhe, schwer zu sagen. Ja, ist der also, hat der Schirm kollabiert und dann fällt man auf wie so ein Stein runter, ja. Und hat sich dabei also eine Rippe gebrochen und Schürfwunden und so weiter. Und alle anderen flogen weiter, ja. Obwohl das ja jeder sieht, dass der da liegt auf dem Boden, ja. Und ich bin dann sofort gelandet, neben ihm gelandet. Und meine Frau kam auch sofort hin und eingepackt, sein Zeug eingepackt und dann Notarzt gerufen und auch gewartet und dann auch mit ihm mitgefahren, ja. Mit ihm mitgefahren. So, und auch sein Fahrzeug mitgebracht, ja, wir haben also beide Führerschein, dann auch sein Fahrzeug mitgebracht und dann Familie gewartet, bis seine Schwester dann kam und gestreichelt und das ganze Programm, ja. Und ja, alle anderen flogen weiter und das habe ich also nicht nur einmal erlebt, ja, dass alle anderen weitergeflogen sind und dass sich da keiner kümmert. Und das verstehe ich nicht. Ich habe das, was du erzählst, also mitten in der Stadt. Jemand, der so da liegt wie ein Haufen Müll, scheint es, ja, in Berlin damals erlebt, vor über 30 Jahren. Und das war damals ganz eindeutig jemand, der obdachlos war oder obdachlos und drogenabhängig oder was auch immer.
Aber du, das geht doch nicht, dass man da an einem lebenden Wesen einfach vorbeiläuft. Das dürfen wir uns einfach nicht erlauben, uns selbst nicht erlauben, als Gesellschaft, als Individuum, als Mensch da vorbeizulaufen und das einfach geschehen zu lassen. Ja, das ist ja hier auch in Zentraleuropa ist das ja nicht so wie in Los Angeles, wo auf der Skid Row, ja, in der Skid Row, wo da Tausende von Menschen so vegetieren, ja, wo die in Zelten leben, in einer Riesenstadt, Los Angeles, ja, Tausende, Zehntausende, ja, oder auch San Francisco und New York und wo das also gang und, das haben wir nicht, dass das gang und gäbe ist. Da können also Leute wirklich noch anpacken und sagen, du, hör mal zu, was ist denn los hier mit dir, ja, und weißt du, da dieser Kanal ja im Zuge der Nahtoderfahrungen entstanden ist, ja, das habe ich doch aber auch viele Male gelesen, ja, in diesen Nahtoderfahrungsberichten, dass uns also auch immer wieder gesagt wurde, das ist also wirklich auch ein Test für jedermann, ja, läufst du an diesem Menschen vorbei, der jetzt in Not ist, oder gehst du da hin und fest an und versuchst Hilfe zu leisten, was auch immer gerade nötig ist, ja, ein bisschen Mitgefühl zeigen. Es liegt auch daran, dass die Menschen komplett überfordert sind. Sie trauen sich nicht, sie haben keine Courage, keine Zivilcourage um irgendwas. Sie sind so vollgestopft mit den Problemen und in den Familien zum Beispiel. Und die haben vielleicht selber jemand Krankes in der Familie oder müssen jemand pflegen. Aber sie haben keine Courage. Und ich sage immer so, liebe Mitmenschen, es hat mit Courage nichts zu tun. Sondern stell dir einfach nur vor, der, wo da liegt, ist dein Vater, ist deine Mutter, deine Schwester, dein Bruder. Stell dir das mal vor, nur eine Sekunde lang, dann springst du sofort hin und hilfst. Oder das ist dein Kind. Ja. Ja. Aber nicht denken, ja, das ist ein dreckiger, vermüllter Obdachloser, der da liegt, der interessiert mich nicht. Also wer so denkt, der bekommt es im Gewissen zu tun, im Laufe seines Lebens, auch hier. Der muss nicht sterben, um irgendwie schlechtes Gewissen zu bekommen. Aber Leute, man muss helfen. Führt keinen dran vorbei. Ja, es tut weh hinterher, wenn man nicht geholfen hat. Ja, also ich finde das ganz gut, was du sagst. Denn jeder, der da liegt, egal wie er oder sie aussieht, das ist immer auch eine Schwester von irgendwem, eine Tochter von irgendwem oder eine Mutter von irgendwem, ja, oder Bruder oder Vater oder was auch immer oder ein bester Freund von irgendwem. Ja, und vor allen Dingen, wie schnell kann man selbst in eine Situation geraten, wo man sich wünscht, bitte, bitte, dass mich jetzt hier jemand findet, ja? Muss ich mal erzählen, da habe ich mir eine ganz eigenartige Serie mit meiner Frau angesehen. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißt. Der spanische Titel ist Bronca. Und Bronca ist so, als ob man so eins vor die Waffel kriegt, ja? Ja, so. Und jedenfalls geht's darum, die Geschichte ist so, dass also zwei Leute sich im Verkehr treffen, ein Mann und eine Frau, und so Road Rage, also wo die sich irgendwie, die haben so eine Situation, wo sie total die Nerven verlieren. Der eine stoppt den anderen, weil er versucht, rückwärts rauszuparken aus dem Parkplatz. Die andere muss dann ganz plötzlich bremsen, weil er sie nicht gesehen hat. So, und dann hält das an und mit mal geht sie total auf die Hupe und hört auch nicht mehr auf zu hupen, immer ganz lange Hubintervalle. So, und er war gerade im Baumarkt, ja, hat sich da gerade ein paar Grills gekauft, weil er sich das Leben nehmen wollte, ja. Also 4 oder 5 Grills, ja. Und dann wollte er sich doch nicht das Leben nehmen, aber die haben die Grills nicht zurückgenommen. Und dann dachte er, okay, dann ist das also ein Gotteswink, ich soll mir also das Leben nehmen. So hat er also die Grills hinten im Gepäck und jetzt hupt die Frau ihn voll an, ja. So, na jedenfalls löst sich das dann auf, sie fährt weiter und er irgendwann flippt er dann aus und fährt er hinterher. Ja, sie in so einem schönen weißen Mercedes und er in seinem Geländewagen, so, und fährt da wie ein Irrer hinterher. Jedenfalls, ich will da jetzt nicht zu tief drauf eingehen, das geht über mehrere Staffeln, wie die sich gegenseitig fertig machen, wie die rausfinden, wo der andere lebt, was der andere macht und wie die sich gegenseitig das Leben zerstören, wirklich immer mehr zerstören und wie es immer schlimmer wird. Und jetzt kommt der Kicker, warum ich das alles erzähle. Hört jetzt weg, falls ihr euch das ansehen werdet. In der letzten Episode,
Eine kurze Unterbrechung für etwas Besonderes. Ich bin nicht nur euer Gastgeber, sondern auch der Schöpfer von Dodefi Hörbüchern und Musik. Mit diesen Werken, die perfekt zu unserem Kanal passen, unterstütze ich die wöchentlichen Beiträge. Das garantiert unsere Unabhängigkeit und ermöglicht, ständig neue und passende Inhalte für euch zu erschaffen. Schaut in die Videobeschreibung für den Link zu Dodefi Hörbüchern und entdeckt eine Welt des inneren Wachstums und inspirierender Musik. Und nun zurück zu unserem faszinierenden Gespräch. Kommen die beiden in ihren jeweiligen Fahrzeugen, fahren über die Klippen, ja, die Fahrzeuge fallen da runter, die überleben das immer noch, kommen dann raus aus den Fahrzeugen, gehen immer noch hinter sich her und mit einer Waffe auch und verletzen sich immer weiter, kommen dann aber irgendwann zu einem Punkt, wo sie gegenseitig sich helfen müssen, weil das auch irgendwo auch im Los Angeles Raum ist und es ist also ein ganz trockener so Gegend, ja, da kann man ganz schnell verdursten und nicht gefunden werden. So, und dann essen die irgendwelche Beeren, ja, Wildbeeren. Und es stellt sich raus, dass die vergiftet sind und gleichzeitig irre Halluzinationen haben, ja. Und während dieser Halluzination findet es so statt, dass er mit seinem Wesen, mit seinem Bewusstsein in irgendwo ihren Körper einnimmt und umgekehrt. Dass sie also gegenseitig wissen, was der andere empfunden hat, als sich das alles so entwickelt hat, ja. Das ist nicht so wie so eine Nahtoderfahrung gewesen, aber doch irgendwie schon. Sie wussten, was hat der andere empfunden, wie viel Schmerz ist da abgegangen. So, und dann kommen die da irgendwie raus wieder aus dieser ganzen, also es schien so, als ob die beide sterben werden, ja. Und sterben aber doch nicht, kommen da raus und helfen sich gegenseitig raus aus dieser Situation. Und sie ist also sehr wohlhabend und er ist es nicht. Und dann versichert sie ihm, du, egal was jetzt kommt mit dem ganzen Gefängnis und Polizei und da sind also auch Menschen gestorben zwischendurch, ja. Und ich werde dir helfen. Ich werde dir helfen, was auch immer nötig ist. Egal was es ist, Geld, ich helfe dir weiter. Auf einmal waren die wie Bruder und Schwester, wie Mann und Frau und haben sich gegenseitig umeinander gesorgt, ja? Wie du das eben gesagt hast, ja? Ja. Das ist Wahnsinn gewesen. Ein sehr gutes Beispiel. Ja. Vor allem auch ein sehr gutes Beispiel, wie viel Kraftaufwand Menschen aufbringen können, wenn es um das geht, wenn sie Hassgefühle entwickeln. Das heißt, für was Gutes entwickeln die keine Exokräfte. Aber wenn es darum geht, jemanden vor lauter Hass und Groll und Wut zu jagen, fertig zu machen. Die lassen sich tausend Sachen einfallen und die haben eine Energie in sich, unglaublich, nur aus Rachegedanken. Aber wenn man demjenigen sagt, er soll diese Form der Stärke, dieser Aggression umwandeln in Positives und Menschen helfen, dann schafft er das nicht, der hat keinen Bock drauf, ja. Er hat keine Lust drauf. Keine Lust drauf. Und diese Energie, denke ich mir immer, die man dann für das Schlechte einsetzt, um irgendwas schlimmer zu machen. Ja. Man müsste sich eigentlich mal fragen, Mensch, was erreiche ich damit wirklich? Ja? So, und was wird da wirklich befriedigt in mir? Ja, so eine Vorstellung von Gerechtigkeit. Ja? Dabei wissen wir ja wirklich gar nicht, so zum Beispiel wie sie in dieser Situation, ja, der wollte sich gerade das Leben nehmen und sie geht da also voll auf die Hupe. Ja? Wir wissen gar nicht, wie der andere gerade drauf ist, wie schlecht es dem tatsächlich geht. Und tatsächlich ist sie also auch ein ganz armes Würstchen gewesen, ja? Und hat sich immer ganz unscheinbar klein und nicht anerkannt gefühlt, ja? Und einfach von klein auf. Und sie fühlt sich aber auch nicht gut. So, wenn wir jetzt diese Energie nehmen würden und würden da versuchen, das auf unsere Selbstverbesserung zu verwenden, ja? Einfach darauf zu verwenden, zu verstehen, wie funktioniere ich eigentlich wirklich? Mensch, was ist eigentlich mit mir los? Warum habe ich immer diese Wut? Und ja, und zu begreifen, was kann ich eigentlich machen, um damit umzugehen? Und jetzt mir die Zeit zu nehmen und diese Energie zu nehmen, um das zu studieren. Was passiert jetzt hier eigentlich wirklich mit mir? Und was kann ich eigentlich machen, um das zu überwinden? Also tatsächlich gibt es... Das ist Wahnsinn, ja? Es gibt keine schlimme oder böse Tat, die man nicht selber mit dem Gewissen bezahlen muss. Auch diejenigen, wo das so hart bewocken, so Leute, wo keine Gefühle zeigen, wo anderen wehtun oder jagen oder gar töten und die, wo sich da aufspielen als die Elite-Kämpfer und so weiter. Selbst die
haben zwei Dinge. Danach müssen die auch leiden. Die leiden auch, die geben es nur nicht zu. Oder sie haben ihr Leben so aufgegeben. Die rechnen jederzeit damit, dass man sie zum Beispiel auch selber aus dieser Welt wegschafft, von anderen wieder. So. Das heißt, keiner kann ruhig schlafen. Und da war so ein Familienvater, der kam zu mir und er hat sie vor Schmerzen gekrümmt und ist mit dem Stock gelaufen und alles. Und er hat gesagt, Tasso, hilf mir, gib mir ein bisschen Kraft. Ich wusste nicht, was ich mit dem anfangen soll. Aber einen Tag später lief er mit seiner Tochter und seiner Frau zum Eisessen langsam über die Straße. Und da war einer, der hat wohl eine Frau beleidigt. Dann hat er den Stock weggeschmissen, ist ihm hinterhergejagt und hat ihn erwischt, ohne zu merken, dass er wirklich rennt und läuft und eine Energie hat auf einmal, die er sich vorher... Pass ja, mal an. Er hat ihn gefasst und da kam die Polizei natürlich alles. Aber der hat den Stock weggeschmissen und geschmissen wie so ein junger Hase auf einen Schlag. Und hier kam er zu mir Meter für Meter, stockend. Ja, es sind Kräfte. Ganz toll. Ganz toll. Und ich habe davor mal, vor einer Weile habe ich mal jemanden gesehen, der im Gefängnis gewesen ist. Ja, so, der war, als er das erzählt hat, vielleicht 50 Jahre, 45 Jahre alt. Und das war länger her, dass er da Zeit absitzen musste. Und jedenfalls ein ganz kluges Köpfchen auch gleichzeitig. Ja, aber er hat seine Energie eben in einem bestimmten Moment seines Lebens hat er eben für die falschen Sachen eingesetzt. Jedenfalls hat er da gesessen und hat reflektiert und er hat dann über seine Depressionen gesprochen. Ja, und hat dann, er sagt, er hat diese Zeit im Gefängnis intensiv dafür genutzt, sich weiterzuentwickeln. Hat er ganz, ganz viele Bücher gelesen, wo es um Weiterentwicklung geht, wie man sich selbst weiterentwickelt, ja, wie man sich selbst besser versteht. Und aus diesem Verständnis heraus hat er gesagt, wenn ich diese depressiven Phasen hatte, wusste ich also, dass ich etwas tun muss, insgesamt, dass nichts mit mir zu tun hat. Ja, also er hat dann, weil er so belesen war und auch so schnell gelernt hat und mit Gesetzen und alles, hat er dann also Leute dann im Gefängnis Rechtsbeistand geleistet. Ja, hat die also beraten, wie sie da mit ihren Situationen am besten vorgehen können. Und die Leute haben gemerkt, schnell sagte er, dass er also da sehr viel Recht hat mit dem, was er ihnen empfohlen hat. Ja, und er hat sich da ganz schnell sehr viel Respekt erarbeitet mit dieser Sache, die gar nichts mit ihm zu tun hatte, wo er einfach nur geholfen hat, ja, anderen geholfen hat. Und er sagt, er hat sich dabei so viel besser gefühlt, praktisch sofort besser gefühlt, dass er also nützlich ist, dass er in dieser Situation jetzt also nicht einfach nur weggesperrt ist, sondern obwohl er weggesperrt ist, ist er immer noch nützlich gewesen, wurde er respektiert und wertgeschätzt. Wunderbar. Und all solche Sachen. Und ganz tolle wunderbar, Sache, ja. Wunderbar. Ja. Da habe ich so einen Fall im Hintergedanken. Da war ein, ist egal welchen Glaubens, der war in der Zelle für viele Jahre eingesperrt. Und dann hat er gesagt, wenn es einen Gott gibt oder wenn es das Jenseits gibt, dann will er doch irgendein Zeichen bekommen, dass er wenigstens da in der Zelle da zur Einsicht kommt. Im selben Moment hat er seinen Körper verlassen, hat sich von oben in der Zelle in dem Eck sitzen sehen. Und hat geschwebt über diesem Körper und hat die Erkenntnis auf einen Schlag bekommen, in Sekundenschnelle, wusste er, dass wenn er wieder zurückgeht in den Körper, dass sich alles geändert hat. Dann ist er zurückgegangen und da hat er genau das gemacht. Deswegen sage ich wunderbar, was du mir erzählt hast. Er hat die anderen Insassen jeden Tag geholfen um ihre Probleme und er wusste Dinge, wo er vorher nicht wusste. Und das war eine bestellte Offenbarung des Lichtes. Der wollte das wissen, hat ein Geschenk bekommen in dem Moment. Das war schon sehr interessant. Wenn man was Gutes tut, dann profitiert man ja auch davon. Es geht dir sofort besser. Ist es nicht? Egoistisch sein in dem Sinne, dass man jetzt nicht mehr egoistisch ist. Das ist so ein scheinbarer Widerspruch. Indem man nicht nur an sich selbst denkt, tut man eigenartigerweise ganz, ganz viel für sich selbst. Und das ist so, dass das nicht begriffen wird. So, das ist nicht so intuitiv, könnte man sagen, ja. Aber tatsächlich, das Leben zeigt, es ist so, ja. Wenn man sehr viel gemeinnützige Arbeit tut,
Das sind dann nicht die Leute, die mit Depressionen rumlaufen, ja? Die sich für andere einsetzen, die rumlaufen und versuchen irgendwie die Welt ein bisschen besser zu machen und schöner zu machen. Und am Ende stellen sie fest, Mensch, ich fühle mich ja eigentlich ganz gut, ja? Und ich glaube, das hat da ganz viel damit zu tun, was wir uns ja hier heute eigentlich unter anderem auch vorgenommen hatten, auch mal darüber zu sprechen, was ist eigentlich los mit der Welt, ja? Wo geht denn jetzt aktuell die Reise hin? Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit Oliver Ruppel, Hypnotherapeut, ja, wo wir also er und ich festgestellt haben, wir sind gesellschaftlich irgendwo am oberen Ende der Fahnenstange angekommen. Ja. Und du hattest mir vor ein paar Tagen über deine Empfindung in dem Zusammenhang erzählt. Könntest du das nochmal machen jetzt, damit es alle mal hören? Sehr gerne. Was du wahrnimmst? Sehr gerne. Ich habe ja oftmals in meinen Videos auch erklärt, dass ich Energien spüre, global, wie auch einzelne Menschen und so weiter. Punkt 1 ist, dass ich sehr, sehr ungern über all das, was ich empfinde, sprechen will. Ich würde sagen, aber ich werde nicht alles sagen, weil das ist zu belastend für mich selber, für die Leute. Ich empfange jede noch sensible Schwingung. Und ich finde, nicht ich finde, sondern was ich deutlich spüre, ist, dass wir ja momentan auf schlechte Zeiten zugehen. Das, was passiert auf dieser Welt. Ich hoffe nur, dass sich die Menschen fangen werden. Und zwar, die können sich nur fangen spirituell, die können sich energetisch stärken und nicht den Mut verlieren und nicht aufgeben. Also ich empfange sehr, sehr viel Negatives zurzeit, was passieren wird und ich sehe das ja sowieso. Ich war gestern, ein kleines Beispiel nur, ich war vor ein paar Tagen Kaffee trinken gehen in einer Kneipe, in einem Café, ja. Und während ich da meinen Kaffee trinke, kommt der Personal, Oberkellner und sagt, Entschuldigen Sie, können Sie erste Hilfe leisten? Sage ich, ja, kann ich. Um was geht's denn? Ja, da liegt eine Frau in den Frauentoiletten. Die liegt auf dem Boden und hat sich übergeben und sagt kein Wort. Sage ich, ja, wie lange liegt die da schon? Ja, so 20 Minuten liegt die da schon. Dann habe ich gesagt, liebe Leute, 20 Minuten. Ich bin natürlich sofort aufgesprungen, bin dahin. Da war die Freundin sogar dabei. Sie war nicht in der Lage, den Notarzt zu rufen. Das hat mich fertig gemacht. Keiner von denen in der Lage, drei Personalleute und eine Freundin neben der Frau, wo da am Boden liegt. Nicht einer hat die 112 gewählt, um den Notarztwagen zu holen. Das hat mich umgehauen. Ja? Das war nur eine kleine Bestätigung. Aber was sonst noch alles so passiert, die ganze Gewaltakte auf der ganzen Welt, was hier passiert, was auch in Deutschland hier passiert, das hat ja mit normalen Menschlichkeit nichts mehr zu tun, mit der Menschheit. Das sind Energien im Berg, die der Mensch verarbeiten kann. Es gibt Blackouts im Gehirn, es gibt Aussetzer. Und jemand hat zum Beispiel, das habe ich dir auch erzählt, hat zum Beispiel 200-300 Videos schon gesehen, ja, selber aber noch nie eine NTE gehabt. Und danach gehen viele Zuschauer und sagen, ja, ich bin da sehr erfahren mit Nahtoderlebnissen, NTEs. Ich habe da schon überall Berichte gesehen im Netz und so weiter. Und das ist so eine Art, als ob die eine Serie anschauen, ja. Die freuen sich über den nächsten Teil, ja. Und die müssen aber mal diese Situation dieses NTE-Erlebnisses mal richtig reinspüren und sagen, hallo, dieser Mensch ist gestorben, der ist zurückgekommen, nicht durch irgendwelche Zaubertricks oder sonst was. Er ist da, um uns zu beraten. Ja, ich habe das schon mehrfach erwähnt. Ich hatte diese Umfrage vor ein paar Wochen gemacht. 540 noch was Leute haben teilgenommen. Und über 30% oder knapp 30%, 29 waren es, glaube ich, Prozent der Leute, die daran teilgenommen haben, haben also gesagt, sie hatten schon mal eine Art mystische Erfahrung. Okay. Ja, kann alles Mögliche sein. Ja. Und jetzt melden sich aber praktisch, meldet sich niemand hier, weil per E-Mail bei mir und um zu sagen, ey, ich rede mal darüber, ja. Weil es ist ja so, wenn sich mehr und mehr Leute auch mal dazu äußern, ja, und man sieht wirklich, dass jeder, vom Professor bis zu Lieschen Müller, dass jeder solche Erlebnisse hat. Ja, wenn wir das sehen und wenn wirklich alle Menschen sich auch zu Wort melden und sagen, hey, das ist mir auch passiert. Ja, mir aber auch. Mir auch. Richtig. Ja? Und dann sehen wir, ey, das ist absolutes Massenphänomen. Ja, das ist also was ganz, ganz Normales.
Und jetzt bei mir die Frage, wie ist das eigentlich nach den vielen, vielen Jahren, nach deinen verschiedenen NTEs, die du hattest? Da sind ja Jahrzehnte teilweise vergangen. Wie ist das gekommen, dass du letzten Endes öffentlich darüber gesprochen hast? Was mich daran interessiert ist, was hat es bewirkt, dass du also da vorgetreten bist, aus dem Glied getreten bist, wie man beim Militär sagt, um da praktisch exponiert zu sein und zu sagen, okay, das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe, ja? Also ich wusste ja nicht einmal, wenn ich jetzt online gehe, wenn ich das Ganze veröffentliche, ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt, weil das ist für mich Neuland. So, ich habe aber den Drang innerlich gehabt und ich habe das Leid gesehen. Ich habe diese auch mal gesehen, dass jemand Bücher liest, die bei NTEs, der hat mir das berichtet. Und dann dachte ich mir, Mensch, Tasso, vielleicht kannst du den einen oder anderen damit helfen, um die Erkenntnis zu bekommen. Aber ich habe mich entschieden und es war die goldrichtige Entscheidung, habe ich heute das Gefühl. Es war die beste Entscheidung, wo ich treffen konnte, weil so konnte ich das weitergeben. Ich hatte ja weder Interesse an irgendwelche berühmt werden oder Klicks oder Likes oder irgendwelche Abonnenten oder Geld, nicht mal ansatzweise, ja, habe ich das im Kopf gehabt. Na. So, und dann habe ich eine Plattform gesucht, wo ich meine Geschichte erzählen darf, meine Geschichte, meine NTE-Erlebnisse. Ich habe das nicht gemacht, um die Leute zu entertainen und was zu darbieten, eine Plattform zu bieten, wo man jetzt Spaß hat, eine halbe Stunde immer. Nein, im Nachhinein muss ich sagen, es war der richtige Weg, als ob er mir beigebracht worden ist, vorgegeben worden ist. Jetzt mach, jetzt geh dahin, lass es raus, sag den Leuten, zeigen wir, dass es das Jenseits gibt, erzählen von dem Licht, das du warst, wo du drin warst, sagen das, die Leute haben es verdient, denn sie haben angefangen, viel Müll zu bauen auf dieser Welt. Es wird Zeit, dass sie die Erkenntnis bekommen, woher sie wirklich stammen und wer sie wirklich sind. So. Und viele natürlich halten das für verrückt, für Wahnsinn, für irgendwelche Geschichten, Märchenerzählungen. Inzwischen weiß ja die Quantenphysik viel, viel besser und mehr, dass es da eine Energie gibt, die nicht zu erklären ist als Materie, ja. Dass wir aus Protonen und Photonen entstehen, das weiß ja inzwischen jedes kleine Kind, Elektronen und so weiter. Aber die NTEs sind real. Ich bin real. Ich bin ein 58-jähriger Mann. Ich habe keine Lust und Interesse, irgendwo vor die Kamera zu treten und einen Müll zu erzählen und den Leuten etwas vorzuspielen, ja. Für all diejenigen, wo zweifeln. Nein, liebe Menschen, kurz drauf. Das Jenseits, das Licht ist lebendig, ist da, es ist zwischen uns, in uns, um uns. Und dort waren viele Menschen. Und sag's einfach den anderen Mitmenschen. Denn wie du sagst, lieber Dominik, jeder, wo man spricht, ich hatte auch ein Erlebnis. Ach nee, ich hatte auch eins. Wirklich. Ich hatte eine mystische Erfahrung. Ja. Und meine eigene Schwester, das war der Hammer. Die sagt zu mir, sie hat Brustkrebs gehabt und man hat sie auf den OP-Tisch auf dem Bauch gehabt, auf dem OP-Tisch. Und sie sah sich über dem OP-Tisch auf dem Bauch liegend, weil der Kopf war ja nach unten, ja. Sie konnte sich von oben gar nicht sehen. Und das sagt sie mir erst neulich, meine eigene Schwester. Dann sage ich, Schwester, du weißt doch, dass ich über dieses berichte. Warum hast du das mir noch nie gesagt? Das ist dir jetzt bewusst geworden, dass sie das erlebt hat. Und das ist dir jetzt erst eingefallen. Weil der Bruder macht ja sowas. Ja. Und hat ja Kanal jetzt und so weiter und erzählt das. Dann hat sie es mir erzählt. Und so sagt sie, ich sehe meinen Körper. Mhm. Sie hatte eine außerkörperliche Erfahrung. Während der OP. Ja. Und dann sagt sie mir, schau an. Und wenn man fragt von 10 Leuten, die 9 berichten dir sofort eine faszinierende Geschichte. Ja, es ist real. Wir sind alle das Gleiche. Wir sind diese Energie. Und der Körper ist halt vergänglich. Ja. Und wenn man das Pech hat, Körper ist vergänglich. Wenn man das Pech hat, hat man halt Schmerzen oder hat einen Unfall gehabt, so wie du oder viele andere Menschen, wo genetisch geplagt sind. Aber da müssen wir durch. Ja. Das ist okay. Das ist normal. Ja. Das ist schön, dass du das gerade sagst. Der Körper ist vergänglich. Das ist eine der Zeilen, das weißt du, glaube ich, noch gar nicht. Doch, hatte ich dir erzählt. Das ist eine der Zeilen in dem neuen Musikalbum, das ich veröffentlicht habe. Ja? Nicht.
Der Körper ist vergänglich. Ist gerade sofort so eine Melodie in meinem Kopf, weil ich das so oft gehört habe, als ich das produziert habe. Ist also jetzt seit ganz kurzem auch erhältlich. Ja, hier, kannst du kurz darüber berichten? Kannst du uns was darüber sagen? Das ist doch nett für die Leute, informativ. Ja, habe ich also vor ein paar Monaten die Idee gehabt, ja. Ich dachte mir, Mensch, wie kann man die Botschaften, ja, also ich fühle mich sehr inspiriert von den Nahtoderfahrungen, was da zurückgebracht wird, ja. Zum Beispiel, was du gerade eben gesagt hast, der Körper ist vergänglich. Der Körper ist vergänglich. Ja, und solche Sachen, dachte ich mir, Mensch, das muss ich in Lieder irgendwie rüberbringen, weil wir hören gerne Lieder, alle von uns, ja. Musik begleitet uns und erweckt Gefühle in uns und begleiten uns durch den Tag, je nachdem, wie wir uns fühlen. So, und da habe ich das dann, die Liedtexte dazu geschrieben, das sind 20 Titel, da habe ich die Liedtexte geschrieben und jedes Lied wurde also von einer anderen spirituellen Inspiration motiviert sozusagen. Unter anderem einer von Samira Henning, die ich hier also auch im Interview hatte, vor einem halben Jahr oder so, eine Schweizerin, die hatte auch was gesagt, das wurde dann also auch aufgegriffen und in Lied umgewandelt, in Text. Wer ja zum Leben sagt, lässt sich nicht bremsen. So, und dann habe ich da also mit der Firma Udio zusammengearbeitet. Und da diese Melodien sind dann entstanden und so sind 20 Lieder entstanden, die ich also in dieses Album gepackt habe. Das heißt Hoffnung, Brücken zum Herz. Wow. Und ja, das biete ich jetzt also an und das mag nicht jedermanns Musikgeschmack sein. Das kann ich verstehen. Ich habe hier pro Monat ungefähr 100.000 Mal, dass sich diese Videos bei mir angesehen werden. Ja. Wunderbar. Und pro Jahr irgendwie über 1 Million Mal. So. Und da kann man nicht jedes Menschen Musikgeschmack treffen. Nicht. Aber wem die Musik gefällt, dem werden die Texte noch viel mehr gefallen. Ja, also ich höre mir das selbst sehr gerne an. Und wo du das gerade sagst, ja, der Körper ist vergänglich. Ich höre das gerade wieder. Ja. Okay, ja, mich. Das ist also wirklich eine Tatsache, der Körper ist vergänglich. Und was mich jetzt nochmal zurückzukommen auf dich, ja, du hattest das ja jahrzehntelang schon, dieses Erlebnis in dir drin sozusagen und im Stillen verarbeitet. Haben wir in anderen Videos darüber gesprochen, wie das für dich war als Jugendlicher. Aber jetzt nach diesen Jahrzehnten, was hat das dann innerlich, was hat dann das umkippen lassen, dass du jetzt gesagt hast, nee, ich muss das jetzt irgendwie erzählen, was da passiert ist. Was glaubst du, was da passiert ist in dir? Ja, erstmal. Kann man das in Worte fassen? Ich habe keine Angst vor dem Tod, erstmal. Da kann mir ja nichts mehr passieren schon. So, ich habe keine Angst vor dem Tod, weil es den Tod für mich ja nicht gibt. Ich weiß, dass es anders danach weitergeht. Ja. So, das ist die Hauptsache. Zweitens, ich habe überhaupt keine Furcht oder Angst davor gehabt, das dann letztendlich zu sagen. Und heute bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Also, ich weiß ja, wo es hingeht. Also habe ich auch die Geduld, diesen Körper zu ertragen, wenn er auch Schmerzen hat. Das heißt, ich spreche jeden Tag liebevoll zu und sage, was, du hast Schmerzen? Da, oh, schau mal an. Was für eine Hülle. Kriege ich wieder Signale, dass ich hier noch auf der Erde bin, ja. Natürlich, starke Schmerzen kennt jeder oder viele. Aber ich bin sehr, sehr ausgeglichen, obwohl es in der Materie Probleme gibt ohne Ende, auf der Welt, überall, universell, ganz Universum spinnt oder gibt's Hypernovas, Supernovas etc., Explosionen, was weiß ich. Aber ich bin ausgeglichen, weil ich weiß ja, wer ich bin. Und wenn man weiß, wer man ist, dann hat man überhaupt keine Probleme mehr. Man sucht sich Probleme als Körper, als Materie. Aber die bleiben auch nicht lange, die Probleme, weil der Körper geht immer weiter. Nächstes Problem, nächstes Problem, nächste, vielleicht mal zwischendurch nächste schöne Situation. Nicht nur Probleme, ja. Aber das sind so Intervalle. Wenn ich zum Beispiel Musik spiele, wenn mein Körper Musik spielt, dann kommuniziere ich sofort mit der Seele. Die Keyboards sind ja hier. Und das ist auch wieder eine sehr schöne Welt, wenn man Musik spielt. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du das hier mit dem Album gemacht hast. Finde ich faszinierend. Ja, ja, ja. Ja. Aber ja. Was es mit mir gemacht hat, schau mich an. Ich bin da. Ich rede mit den Menschen. Ich rede sehr, sehr gerne mit dir. Ich rede darüber gerne.
Andere gehen dafür irgendwie golfen oder Billard spielen oder sonst wo. Wir sitzen hier auf dem Kanal und reden drüber. Lass mich dich dann mal anders fragen. Ich glaube, ich habe mich da nicht gut genug ausgedrückt. So, warum hast du das nicht schon früher publiziert, publik gemacht? Gab es dazu nicht die Technik, also wo ich jünger war. Wir hatten nicht dieses YouTube oder diese Plattform, Handys sowieso nicht. Ich kannte mich auch lange nicht aus mit dem Laptop, mit Internet. Wo Internet rausgekommen ist, war das für mich wie ein Science-Fiction-Phänomen, das ich niemals beherrschen werde. Ja. Ich habe dann irgendwann viel, viel später mir so einen Computer zugelegt, der war älter als mein Opa wahrscheinlich, ja. Aber ich konnte damit nicht umgehen. Ich wusste nicht, was ist Windows. Ich wusste nicht, was ist das. Keine Ahnung. Null Ahnung. Und irgendjemand hat mir mal so ein Ding geschenkt. Ja, so ein uraltes. Da gab es ja kein YouTube oder Plattform. Wo sollte ich das machen? Ein Buch schreiben. Nicht mein Ding. Meinen Kollegen das erzählen. Die hätten mich ja für verrückt gehalten. Die haben heute viel, viel mehr Erfahrung, die Menschen, durch die Medien. Ja. Und Spiritualität und so weiter. Früher, wenn man gesagt hätte, Spiritualität, die haben weder was gelesen noch ein Beispiel darüber gehabt. Was? Die wird mich. Okay, dann kann ich daraus schließen, dass du davon ausgehst, dass du heute nicht mehr für verrückt gehalten wirst, wenn du das sagst, wenn du das erzählst. Mit Sicherheit gibt es den einen oder anderen, wo heute das so denkt, aber schweigt drüber. Also die Leute ziehen sich zurück, weil sie haben ja jetzt viele Verrückte, wo das erzählen. Also sagen sie, einer mehr ist doch egal. Ja. Dieser eine Verrückte interessiert mich nicht. Ja, dann lass mich doch in dem Zusammenhang auch dazu sagen, weil so wie ich das mache, ja, wenn ich jemanden so wie dich jetzt auch habe, der sich technisch nicht so gut auskennt, alles, was passiert ist, ich schicke dir per E-Mail einen Link zu, auf den musst du draufdrücken, du weißt das natürlich schon, auf den musst du draufdrücken und dann wird eine Verbindung zwischen deinem, ob das nun dein Telefon ist, mit dem das gerade aufgezeichnet wird, was du jetzt machst, ich habe hier eine andere Kamera, dann wird eine Verbindung zwischen deinem Telefon, Computer und meinem hergestellt. Richtig. So, automatisch. Da musst du gar nichts weiter machen. Da sind ja auch überall schon Kameras eingebaut, ob das ein Laptop ist oder ein Telefon, ja. So, und dann wird die automatisch hergestellt, die Verbindung, und dann fangen wir schon an zu reden. Richtig. Ja, und dann können wir uns irgendwann darüber einigen, okay, wir wollen diese Aufnahme machen gemeinsam, weil das und das wollen wir erzählen. Und darüber wird sich natürlich geeinigt. Und so passiert das. Und ich erzähle das einfach nur deshalb, du weißt das inzwischen natürlich, Tasso, weil ich die Zuschauer auch dazu einlade, die 30% der mystischen Erfahrung und auch, wie viel waren es? 11%, glaube ich, der Zuschauer, die daran teilgenommen hatten an dieser Umfrage, die hatten also selbst schon eine Nahtoderfahrung. So, und ich lade jeden einfach dazu ein, sich bei mir zu melden. Die E-Mail-Adresse ist also auch in der Videobeschreibung. Meldet euch bei mir, wir reden darüber, was da passiert ist und gegebenenfalls zeichnen wir das dann auch auf. Ja, und weil einfach immer mehr Leute hervortreten, ihre Geschichte erzählen, sich damit selber befreien, ja, weil ich stelle manchmal die Frage, was hält dich davon ab? Ist es die Angst, weil ich habe die Erfahrung gemacht, also viele Leute, die wollen eigentlich gerne ihre Sache erzählen, ihre Erfahrung berichten. Ja, die wollen das teilen, haben aber, irgendwas hält sie zurück. Und dann frage ich, ja, was hält dich zurück? Ist das Angst, die dich zurückhält? Das ist das Ego. Und was? Oftmals das Ego. Nee, das ist schon Angst. Angst aber durchs Ego. Weil ja, das hat was mit... Kinder sagen, die Medien sagen dazu, die Verwandten sagen dazu. Das ist das Ego. Man muss das durchbrechen, um darüber sprechen zu können. Ja. Das Ego spielt keine Rolle. Ja, und das lässt einen eben nicht dazu kommen, dass man sich weiterentwickeln, dass man das mal überwindet. Man ist praktisch irgendwie festgesteckt und jetzt kommt man nicht weiter, was die anderen denken. Ja, ich glaube, bei dem Beispiel mit meiner Tochter vorhin, ja, wo ihre Freundin ihr nicht geholfen hat und sie dann umgekehrt der anderen nicht geholfen hat, ja, weil sie ihr vorher nicht geholfen hat. Also die Leute helfen einem nicht, ja. Man muss sich selbst helfen und ich glaube, wenn wir diese Geschichten erzählen, unsere Erfahrung auch öffentlich machen, dass wir uns dabei selber sehr viel helfen, ja. Und natürlich auch anderen viel helfen, ja. Das ist immer das Schöne. Helfen wir anderen, helfen wir uns selbst. Ja, und
bisher hat das niemand zu bereuen gehabt, mit dem ich gesprochen habe. Und das ist auch schön, ja, dass ich das weiß. Dass also da sehr viel positives Feedback auch kommt. Und hier wird ja keiner vom Bus gestoßen, ja, in dem Interview. Die schneide ich dann auch immer so, dass das also wirklich auch respektvoll alles passiert, wie es sein muss, wie ich mir das wünschen würde, dass mit mir umgegangen werden würde. Das ist immer sehr wichtig. Ja, das ist auch richtig, ja, so, was du sagst, lieber Dominik. Wenn die Leute bereit sind, sollen sie doch über ihre Erlebnisse sprechen. Das ist, es befreit, wenn man es dann letztendlich doch sagt eben. Und durchbrecht dieses Ego. Es ist, jeder trägt sein eigenes Leben und seine Hülle in sich. Ich schwinge in der Liebe, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, dass die Wahrheit existiert, dass wir alle das Gleiche sind. Und wer das nicht wahrhaben will, da kann man sowieso nichts machen. Aber das Ego muss man durchbrechen und diejenigen sollen das erzählen. Ich sage es ja auch immer wieder. Sagt über eure Erlebnisse Bescheid. Und dein Kanal ist ja dafür prädestiniert. Dein Kanal ist ja wirklich fantastische Plattform und wird gefühlvoll behandelt von dir. Es wird sehr, sehr respektvoll alles gemacht und das ist doch wunderbar für die Menschen. Was Besseres kann da gar nicht passieren, weil so einen liebevollen Menschen wie du es bist, zu finden, der so einen Kanal auch noch hat, das sind zwei Jackpots in einem. Ich muss das auch mal dazu sagen. Ich habe also auch schon Gäste gehabt, die sich miteinander kurzgeschlossen haben, weil es einfach sich herausgestellt hat, dass sie das gleiche Erlebnis erlebt haben. Ja, und die sich dann, da habe ich geholfen, E-Mails, genau, dann, damit die sich kontaktieren können, ja, damit die sich dann auch untereinander austauschen können, ja, um dann im Detail dann auch ihre Erlebnisse noch weiter dann zu verarbeiten. Denn ist natürlich eine Sache, dann mit mir so ein Gespräch zu führen. Oder wenn jetzt Tasso mit seiner Schwester ein Gespräch führt, die also auch eine außerkörperliche Erfahrung gehabt hat. Ich hatte noch keine, an die ich mich erinnere, ja, in dem Sinne. Ich kann es mir kaum vorstellen, dass du keine hattest, ehrlich gesagt, lieber Dominik, weil das Wissen, was du nämlich mitgebracht hast, das ist nicht nur irdisches Wissen und Lesen. Du hast eine andere Schwingung dabei. Ich spüre sie, ich kann sie erkennen. Frag mich nicht, wie, ist doch auch egal. Du hast es aber dabei. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich vermute, dass es dir eines Tages einfallen wird, was da war. Kleinigkeit vielleicht. Da bin ich mir sicher. Also gut möglich, muss ich sagen. Ja, ich hatte auch eine massive OP vor 15, 16 Jahren, hatte eine massive OP über 8 Stunden und da ist ja auch einiges schiefgelaufen. Ich erinnere mich aber nicht daran. Und du, da muss ich dich aber noch fragen, im Namen meiner Frau. Wir hatten heute Morgen beim Frühstück über dich gesprochen und sie sagte, frag Tasso das bitte. Also meine Frau, die ist ja als Kind, ist die ertrunken. Oh, okay. Ja? Ist also, ja, die ist ertrunken und ist dann also von ihrem Opa gerettet worden, war weg und hat das auch beschrieben und sie hat mir das Jahre bevor sie mir diese Episode erzählt, hatte sie mir schon mal gesagt, dass sie also so Auren um Leute sieht. Au. Ja. Also sie kann das zum Beispiel sehen, wenn da besonders negative Leute sind, da ist irgendwas, sowas Dunkles um sie herum, ja. Und sie will das aber gar nicht sehen. Und war dann ganz neugierig, ja, wie ich so bin. Okay. Und hab sie dann dazu befragt und sie hat dann aber gesagt, du, ich will da gar nicht tiefer drauf eingehen, ich mag das nicht sehen, ich will das nicht sehen. Und weil sie sagte zu mir, dass ihr das nicht gut tut, das Negative in den Menschen zu sehen. Und da habe ich mich also sofort daran erinnert, was du mir vor ein paar Tagen erzählt hast, ja. Wenn du im Supermarkt bist und das jetzt so intensiv wahrnimmst, dieser Tage mehr als üblich, dass also so viel Negativität ausgestrahlt wird. Und da hat sie mich also heute Morgen gefragt, dass ich dich das fragen soll, wie du denn damit umgehst. Weil sie wollte diese Tür in ihr nie weiter aufmachen. Ja. Bei dir weiß ich aber, wir hatten andere Gespräche geführt, dass du das also kontrollierst, wie weit du das aufmachst und wann du das auch wieder zumachst. So, und sie fragte eben, wie gehst du damit um? Ja, mit dieser Negativität, die sie also auch spüren und teilweise sehen kann, dass sie, also etwas, das ich nicht sehe, ja, hat sie mir auch Beispiele genannt bei Menschen, bei denen sie das wahrnimmt. Und sie sieht da etwas, das ich auf andere Art und Weise wahrnehme, wo ich also auch ganz genau weiß, also da stehe ich ganz, da bleibe ich ganz weit weg von diesen Menschen. Da ist so eine Toxizität in denen und das ist aber auch für viele andere wahrnehmbar. So, wie gehst du damit um? Ich musste es lernen, damit umzugehen. Ich musste zu lernen, diese Energie, was ich empfange und die Aura, wo ich sehen kann,
Und ich sehe sie nicht nur, sondern ich spüre sie ja. Das sind Vibrationen, wo mich da wie so eine Wand erreichen. Ich musste damit lernen, dass ich keinen Stopp mache bei dieser und dieser und dieser Aura. Das heißt, ich ignoriere diese Aura. Das ist wie ein Zug. Wenn der Zug schnell fährt, sieht man die Landschaft nur ganz kurz. Wenn man aber anhält und sieht die Landschaft im Stoppzustand, dann ist man verbunden, stärker verbunden, wie wenn man vorbeifährt. Und ich fahre vorbei. Ich fahre bei vielen Menschen, wo ich die Negativität spüre, vorbei. Oftmals ist das so, als ob ich mich durch diese energetische Schlingen, also ich schlingle mich da durch. Ja? Wenn ich im Supermarkt bin, beim Einkauf, das sind negative Energien und auch auf der Straße, dann schlängere ich mich so durch wie so ein Labyrinth und denke mir, ups, diese Seite rechts kommt jetzt zu viel an, ich laufe lieber ein bisschen links. Ja? Oder wenn einer frontal auf mich zugeht, der total negativ ist, und teilweise auch böse Schwingungen hat, ja, dann kann es schon auch mal sein, dass ich mich umdrehe und kurz woanders hinschaue, wo die Energie besser ist. Das heißt, ich bin Energiesammler. Ich sammle positive Energie auf und die negative Energie versuche ich zu verarbeiten. Aber früher war das schlimmer, weil ich habe das alles geballt aufgenommen. Heute kann ich es kanalisieren, ich kann es sondieren, ich fahre einfach weiter. Ja, ja. Sonst würde mein Körper platzen. Das würde es nicht aushalten. Ja. Deswegen musste ich das lernen. Das war sehr belastend. Deswegen habe ich auch Panikattacken gehabt. Massivste Panikattacken, wenn ich draußen war. Unter Menschen. Es war nicht das Einengende von den Menschen, sondern es war die Energie, wo ich empfunden habe. Das habe ich später rausbekommen. Es war nicht das viele Menschenmassen, oh, ich kriege keine Luft, weil zu viele Menschenmassen um mich rum sind. Das hat mit dem Mast nichts zu tun. Es sind die Energien immer, wo uns krank machen. Und ich wusste nicht, warum. Ja. Herzrasen, Panikattacken. Und jedes Mal habe ich gedacht, ich muss jetzt nochmal sterben. Nochmal. Aber es war nicht so. Ja. Ich wusste dann später, es waren die Energien der Menschen. Also deine Frau, lieben Gruß von mir. Einfach routinemäßig sagen, diese Energie brauche ich nicht. Die kommt an mich nicht an. Und ich lasse nicht an mich ran. Die kann mir nichts antun. Und wenn ich das empfinde, weil ich höher gestiegen bin, spirituell, und habe eine weiche, sensiblere Energie jetzt und Empfindung, dann ich stehe drüber, also ich lasse nichts Negatives mehr an mich ran. Und dann klappt es auch meistens. Also das finde ich sehr, sehr aussagekräftig. Kann ich in gewisser Weise bestätigen. Und ich will da aber auch nochmal auf etwas eingehen, was viele, viele Leute hier betrifft, glaube ich. Denn jetzt muss ich mal jeder fragen, der zuschaut. Siehst du noch fern? Nicht du jetzt, Tasso, ja? Also siehst du noch fern, ja? Hörst du noch die Radionachrichten, die Fernsehnachrichten regelmäßig? Oder überhaupt nicht nur die Nachrichten, sondern überhaupt Fernsehen, ja? Das Öffentlich-Rechtliche sozusagen, das ja im Grunde alles immer so eine... da werden ja Strippen gezogen. Wird ja alles immer in eine gewisse Richtung produziert, ja? Da sind ja Absichten mit verbunden. Ob das nun Gewalt ist, ja, oder einfach auch Inhalte, die überhaupt keinen wirklichen Wert besitzen, ja, wo es einfach nur Trash-TV ist, ja, wo es um Klatsch und Tratsch geht. Und da müssen wir uns mal fragen, sehen wir noch fern? Hören wir uns solche Sachen noch im Radio an? Und wenn wir das noch tun, dann ist das so wie das, was du gesagt hast, anhalten, irgendetwas beobachten, das aufnehmen, das für sich selbst genommen toxisch ist, das negativ ist. Negativ behaftet ist, dass uns nicht gut tut, wo wir uns aber eigentlich wirklich mal endlich dazu, würde ich sagen, überzeugen müssen, das nicht mehr zu tun. Keine Nachrichten mehr, weder im Fernsehen noch im Radio und auch den ganzen anderen Gewalt und Tratsch und Yellow Press und sich sowas gar nicht mehr anzutun, sondern wirklich sich vielleicht in die Natur zu begeben oder sich mit Sachen, Inhalten zu beschäftigen, die uns aufbauen, die uns gut fühlen lassen. Vollkommen richtig. Und da habe ich also sehr viel Erfolg mit erzielt. Ja, ich hatte früher also auch mit Depressionen zu tun und habe das dann aber, seit ich das verstanden habe, seit ich begonnen habe zu meditieren, was nur dazu geführt hat, dass ich also bewusst ähnlich genau wie du das sagst, dass ich, wenn ich mich nicht gut fühle, dass ich dann also beobachte, warum, wieso, was ist denn jetzt hier los in mir drin, ja? Und welche Gedanken denke ich denn gerade? Und diese Gedanken, die werden dann also absolut dann runtergefahren. Also ich bringe meinen Geist zum Schweigen, zur Ruhe. Da ist also Stille. Und das versuche ich also durchgehend zu kultivieren. Aber manchmal
vergesse ich das, verliere ich das, ja, so wie ich manchmal meine CBD-Tropfen vielleicht nicht nehme und dann kommen die Schmerzen wieder, ja. So, und wenn ich das, und der Schmerz ist also immer das, was mir anzeigt, hey, Alter, du machst hier irgendwas falsch, ja. Du musst deine CBD-Tropfen nehmen oder du musst einfach diese Stille in dir kultivieren, es sei denn, so wie jetzt mit dir, da ist wirklich ein Grund, sich geistig auszutauschen. Ja, und dann will ich das aber in einer Art und Weise tun und mit Menschen tun, wo es sich produktiv entwickelt. Ja, genauso geht's mir auch. Ja. Genauso geht's mir auch. Ich sage auch immer, der Fernsehgerät, das tut dich festbinden an deinem Stuhl, ja. Das nimmt dich gefangen, ja, in dem Moment. Ob du Nachrichten anschaust, einen Film anschaust, das nimmt dich gefangen. Du bist festgebunden am Stuhl. Du kannst nicht bewegen. Du vergisst alles. Die Natur draußen. Genauso wie du sagst, geht raus, sprich doch mal mit der Umwelt da draußen, in der Natur, mit deinem Baum, mit dem Gras, mit der Wiese. Sag doch denen mal was Nettes. Es kommen wundersame Dinge dabei raus. Das kann ich nur sagen. Ich möchte nicht tiefer darauf eingehen. Aber wenn man mit der Natur spricht, dann ist das so, wie wenn man, probiert's einfach aus. Das ist wahnsinnig schön. Wahnsinnig schön, kann ich nur sagen. Man profitiert davon. Ich habe mir eine kleine Schleuder gekauft und gehe in die Natur und tue gegen so einen Bach so ein bisschen Scheine schleudern, ja, so wie früher. Ja, das macht Spaß. So richtig. Weil du das gerade sagst, habe ich vor circa 14, 15 Jahren habe ich eine ganze Reihe von Schleudern gebaut und oft mit meiner Tochter zusammengebaut. Die war damals 3-4 Jahre alt, ja. Dann haben wir zusammen geschnitzt oder dann auch zum Teil mein Dremel mit benutzt. Da habe ich ihr gezeigt, wie man Maschinen benutzt, dass sie ihr Haar zusammenbinden muss mit Schutzbrille und Schutzhandschuhen. Jawohl. Und dann haben wir da aus einer Astgabel das schön bearbeitet mit dem Dremel und Schleif. Ja, und alles schön gemacht. Und dann haben wir so ein paar Dosen aufgestellt, ja. So wie auf der Kirmes damals. Ja, so eine Pyramide aufgebaut. Genau. Und dann haben wir da mit der Schleuder da die Dosen umgeschossen. Sehr schön. Tolle Sache. Schöne macht Sache. Spaß. Ja. Das ist ein Spiel, ja. Ein praktisches Spiel. Es macht einfach Spaß. Ja. Und solche Dinge haben die Menschen vergessen durch die ganzen Medien und so weiter. Oh, Laptops, Computer, TikToks und MikTops und alles, was es da so gibt. Es ist ein grausames Spiel, Man tut sich damit keinen Gefallen. Und dann. Das Zeug macht süchtig, ja. Wahnsinnig süchtig. Das macht süchtig. Und diese Informationsflut ist gefährlich. Die bringt uns durcheinander, die Menschen. Natürlich schaue ich mal da rein, neugierig, aber nach 2-3 Minuten denke ich mir, das tue ich mir doch nicht länger jetzt an. Es reicht. Ich gehe zu meinem Keyboard, schalte es ein, das habe ich immer bei mir und spiel damit und das gibt mir Freude. Ich war gestern beim Osteopathen und bei so einem Spezialmasseur. Der hat mich massiert und das war ein Hanfladen. Der Laden heißt Querbeet, also wie das Beet. Und der hat mir CBD-Öl gegeben. Und ich habe es jetzt gestern bekommen und CBD-Öl-Salbe, so eine Salbe, wo nach Eukalyptus riecht mit CBD. Und dazu hat er mir noch THC-freies Rauchmittel gegeben. Also Joints. Ja, gibt es ja. Das CBD, hauptsächlich der aktive Wirkstoff. Ja. Und diese Pflanzen, die wurden so gezüchtet, dass CBD hoch, ganz weit hoch ist und der THC-Gehalt, das Psychoaktive, darin, also ganz, ganz gering ist. 100%. So dass es im legalen, gesetzlichen Rahmen sich befindet. Ganz, ganz gering. Und ich kann dir sagen, wirklich, ich habe alles probiert. Glaub mir, ich habe alles probiert. Ja, in diesen 16 Jahren. Und ich habe also diese Creme, unter anderem jetzt mit meinem Rücken kürzlich, habe ich diese CBD-aktive, dieses Gel auch ausprobiert. Das hat also nicht viel für meine Schmerzen gemacht. Was ist wirklich sofort eine Veränderung zu spüren war nach 1-2 Tagen, diese CBD-Tropfen unter die Zunge. Kann man bei Amazon bestellen, ja, oder auch in der Apotheke vielleicht, aber da wird es wahrscheinlich teurer sein. CBD-Öl, diese Tropfen unter die Zunge machen und da auch eine Weile lassen, das vermischt sich und wird dann ganz leicht und schnell aufgenommen. Und wenn man das dann alle 12 Stunden macht und das über 2-3 Wochen fortführt, wird sich also dann höchstwahrscheinlich eine Verbesserung einstellen, denn ich hatte wirklich schon Hammerschmerzen, ja, in der letzten Zeit. Ja, ich
Und ich kann dir aber auch sagen, das kommt wieder zurück, wenn du das aufhörst mit dem CBD-Öl, ja, höchstwahrscheinlich. Okay. Und ich habe gelesen, das kommt aus Spanien, dieses CBD-Öl. Ja, die Spanier, nicht? Ja. Die haben es drauf. Aber das ist ja auch das Klima, wo das möglich ist, ja. Wo also eine lange sonnige Wachstumsperiode möglich ist, ohne viel Regen und damit ohne Schimmel, wo also diese Pflanzen massenhaft gezüchtet werden können. Aber ich habe irgendwo gehört und gelesen, dass das auch irgendwo in Skandinavien passiert, ja. Interessant. Keine Ahnung, wie das möglich ist. Ich habe, wie gesagt, schon davon gehört. Und so weiter über die verschiedenen Produkte, aber er hat mir gestern tatsächlich gesagt, er hat mir eine Portion auf dem Finger, auf die Handfläche gemacht und ich habe das nur die Zunge nehmen müssen. Und er sagt mir, also er hat ja meine Schmerzen angeschaut, auch der Physiotherapeut dort, und er hat gesagt, wenn du das nimmst, dann wird das besser. Ja, ich probiere es jetzt, ich nehme es jetzt täglich. Ich probiere es jetzt. Ja, kann ich außerdem noch, weil ja alle zuhören, ja, sollen sich die Zuschauer ruhig auch daran freuen und sich angeregt fühlen. Ich habe zum Beispiel, seit ich mit diesem Kanal begonnen habe, wirklich die viele Computerarbeit und rechts die Maus immer so die bewegen, habe ich also im Nackenbereich, im rechten Nackenbereich, so auf so einen Langstreifen, das ist so ein Schmerz, ja. So, und da hilft das also unter die Zunge, tropfen das CBD-Öl auch nicht. Aber was hilft für diese Sache ist, dass ich mir also dieses Dimethylsulfoxid, diese DMSO, als Tropfen mache ich mir das auf den Finger, ja, und reibe dann 2-3 Mal, reibe ich das dann ganz vorsichtig mit sauberen Fingern, ja. Wer DMSO nicht kennt, da muss man wirklich sauber sein am Halsbereich und der Finger. Sauber, das massiere ich vorsichtig an dieser Stelle ein und hinterher dann direkt auch noch CBD, ein Tropfen, massiere ich auch noch rein, ganz vorsichtig. Und was da passiert ist, dieses Dimethylsulfoxid, DMSO, das ist also so eine Art Schleppersubstanz, wird das im Allgemeinen genannt, und die dringt also ganz, ganz schnell in diese Haut ein. Das penetriert die Haut, ohne sie zu schädigen, und in diesem Zusammenhang wird dann das CBD-Öl viel, viel schneller dort reingebracht. Ja? Dort, wo die Entzündung stattfindet. Und gleichzeitig ist das Dimethylsulfoxid, ja, Sulfschwefel, ist also selbst auch schon ein starkes Anti-Inflammatorium, bekämpft also an sich selbst auch schon die Entzündung. Ja, also damit habe ich auch ganz viele Erfolge erzielt. Hat kürzlich auch ein Zuschauer auf dem Kanal in einem Kommentar auch kommentiert, dass er oder sie da auch DMSO benutzt, und ganz tolle Sache. Das ist eine super Information, vor allem für Menschen, wo langjährige Schmerzen haben. Es ist mit Sicherheit, also er hat mir gestern auch einiges erklärt in diesem Shop. Der war wirklich topfit drauf und hat mir das verständlich erklärt. Es war mir eindeutig, und es ist einfach schade, wenn Menschen das nicht wissen. Deswegen ist auch schön, dass du es das hier sagst, weil man sucht ja nach Möglichkeiten, und du hast wirklich auch sehr vieles probiert, mit Sicherheit ich auch, aber wahrscheinlich du noch mehr, weil du kennst dich da besser aus. Ja. Aber wenn das dann letztendlich hilft, und dann ist es doch wunderbar. Dann können wir das weitergeben und auch weiter empfehlen an die Menschheit. Ja, absolut. Das ist das, was am meisten hilft, wenn sich Leute gegenseitig erzählen, du sag mal, hast du das schon probiert? Hast du jenes schon probiert? Und weil, wenn ich da zum Arzt gehe, das ist wirklich nur ein Pillenschieber. Ja, das ist so wie so ein Dealer. Ja, der oftmals, du, der guckt nicht mal hoch, dann nur an seinem PC und fragt mich irgendwas, kennt mich natürlich schon ein paar Jahre, aber ich finde das unmöglich, ja, dass einem da nicht mal mehr in die Augen geblickt wird. Und ich weiß natürlich, dass ich da nicht viel zu erwarten habe. Das kennen sehr viele Zuschauer, und ich weiß, ich bekomme da mein Asthma-Spray verschieben von dem Mann. Bin ich dankbar für. Ist eine ganz tolle Sache, ja. Hilft auch ganz zuverlässig. Aber im Allgemeinen hilft er mir nicht viel, ja. Und nur in Situationen, wo ich sehr, sehr verzweifelt bin, gehe ich dann doch mal hin, und immer wieder aus dieser Verzweiflung heraus, dass der vielleicht doch mit irgendwas hochkommt, was mir dann helfen könnte. Aber ich muss sagen, der Mann ist zuverlässig in seiner Art und Weise, mich zu enttäuschen. Da kann man sich wirklich auf den Mann verlassen. Und deswegen habe ich das, ich glaube, das wissen die meisten Zuschauer gar nicht,
Seit langer, langer Zeit habe ich all diese Sachen, die mir helfen, habe ich ganz unten in jedem Video, in der Videobeschreibung, habe ich die alle aufgeführt, wie dieses DMSO, die CBD-Tropfen, habe ich die ganzen Links dazu alle reingelegt. Das sind also Affiliate-Links, da bezahlt man kein Pfennig mehr, aber ein kleiner 3% oder irgendwas von dem, was die Leute dann bestellen, das wird dann mir von Amazon zugeschrieben. Aber wie gesagt, der Preis geht nicht in die Höhe, ja? Und ich benutze diese Sachen wie DMSO, wie CBD und Massagetisch, ja. Massagen hast du ja angesprochen, du wurdest massiert. Das bringt mir also auch ganz, ganz viel Hilfe, ja. Meine Frau hat sich als Spezialistin für meinen Rücken entwickelt, okay. Ja. Und wie soll es auch anders sein, ja. Sie lebt mit mir zusammen. Ihr gebe ich das Echo, sie weiß, was Sache ist, ihr erzähle ich das. Und sie massiert dann genau so, wie mein Schmerzprofil das erforderlich macht. Ja, natürlich würde ich auf jeden Fall machen, weil du hast ja inzwischen Erfahrungswerte. Die sind sehr wichtig und sehr wertvoll. Du hast ja so viele Jahre alles Mögliche probiert. Und ich finde schon, dass du so ein Video sehr gerne machen solltest. Weil viele Menschen wissen ja auch nicht weiter. Also ich bin ja auch froh über jede Information über diesen Bereich. Deswegen wurde ich gestern massiert und jetzt habe ich halt Muskelkater. Jetzt habe ich massiv, also er war ziemlich massiv derjenige. Und er hat mir auch den Kopf lang gezogen und ich fühle mich wie 5 Zentimeter weiter höher jetzt momentan. Und Massagen sind also auch eine Sache für sich. Da muss man auch sehr, sehr vorsichtig sein, besonders im Nackenbereich. Ja. Da kann also ganz schnell sehr viel Schaden angerichtet werden. Und da muss man wirklich jemanden finden, der sein Fach wirklich gut versteht, der die verschiedenen Problemzonen auch kennt. Und da hat sich auch jeder Masseur auf verschiedene Sachen spezialisiert. Und ich habe da also die beste Erfahrung gemacht, dass meine Frau also, die das eben so massiert, wie ich das brauche. Und das ist auch nicht immer gleich, muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist mit Sicherheit. Ja. Und zum Beispiel Tasso, haben wir uns also diesen Massagetisch zugelegt vor circa 12, 13 Jahren. Eine ganz tolle Investition, ja. Habe ich heute noch, funktioniert immer noch aus. Also kann man zusammenklappen, der steht da aber immer, ja. So, aber dann haben wir uns vor ein paar Jahren auch noch so eine Massagepistole zugelegt, ja. Und die also, da kann man einstellen zwischen, weiß ich nicht, 5.000 und 30.000 Mal schwingt dieser Pistolenkopf hin und her. Da gibt's verschiedene Aufsätze auch. Und je nach Schmerzsituation wird das verwendet. Und dann meiner Frau sage ich, du heute nicht so doll aufdrücken, ja, mit diesem Massage-Ding. Das würde sonst wehtun, ja. Und ganz tolle Sache, ja. Aber man muss lernen, damit umzugehen. Hast du das schon mal probiert? Hab ich genau das Gleiche. Die Massagepistole, das Therabit heißt es, glaube ich, Therabit. Ja. Und der Massagetisch steht genau hinter mir. das Gleiche habe ich auch. Und meine Frau, wie du gesagt hast, die versucht auch, weil sie mich ja kennt und meine Schmerzen, die weiß genau gezielt, wo diese Punkte sind. Und die geht daran, die Spezialistin geworden. Wie du es gesagt hast, ich sehe da gerade meine Frau vor mir, ja. Also genau die gleiche. Ja. Natürlich sind wir endliche Hüllen und Materie und haben unsere Probleme. Und deswegen kämpfen wir genauso wie jeder andere Mensch auch. Ist ja logisch. Wie kann es auch anders sein? Ja, das kann gar nicht anders sein. Und interessanterweise haben also auch soziale Studien immer wieder fördern die zutage, dass also Menschen, die in einer Beziehung leben und in einer festen, langjährigen Beziehung und dass die also tatsächlich statistisch länger leben, ja? Und jetzt wird sie wahrscheinlich auf Beziehungen bezogen, die glücklich sind, ja? Aber wenn man im Allgemeinen 3, 4 Jahrzehnte miteinander lebt, ja, dann sind da auch gute Seiten dabei, ja. Und schlechte Beziehungen, ja, die also toxisch sind und sowas, die sollte man dann also auch wahrscheinlich beenden und für sich selbst leben oder sich einen anderen Partner suchen. Aber tatsächlich, wenn man in einer Beziehung lebt, die lange, lange anhält, lebt man länger. Haltet fest an die Liebe. Mehr denn je brauchen wir die Liebe. Wir brauchen die Geduld. Wir brauchen die Zuversicht und den Glauben, dass nicht jeder da draußen, wo rumläuft, ein böser Mensch ist. Geht auf die Menschen zu, denn jeder euch gegenüber ist das Gleiche, was ihr auch seid. Und bewertet nicht Menschen, wo schlecht man so negativ. Das heißt, natürlich machen die negativ, aber macht euch damit nicht kaputt mit diesen Gedanken, mit diesen Energien. Ja, versucht
versucht, in der Liebe zu bleiben, so wie das auch der liebe Dominik sagt immer. Trag die Liebe in die Welt, das sage ich jetzt auch mal. Seine Worte sage ich jetzt auch mal. Trag Liebe in die Welt. Es ist das Beste, was man tun kann, jetzt in diesen schwierigen Zeiten. Gerade jetzt müssen wir zusammenhalten. Und wenn der Nachbar Hilfe braucht, geht hin und helft ihm. Und als Tasso Su kann ich noch eins sagen. Ich bin so dankbar, dass es mir gegeben worden ist, darüber zu berichten, was ich erlebt habe. Ich bin dankbar an die Menschen, wo mir zuhören, dankbar Dominik, wo mir diese Plattform geboten hat, und als technische Daten mal kurz zu erwähnen. Durch den Dominik haben sich über 800 Menschen bei mir gemeldet. Und das ist keine Kleinigkeit. Ja. Das heißt, ich konnte 800 Menschen auch dieses Erlebte weitersagen. Auch ich konnte vielen davon helfen. Genauso wie der Dominik auch. Darüber bin ich sehr dankbar. Seid lieb zueinander. Wir sind alle nicht ewig da. Wir sind alle nicht ewig da. Seid lieb zueinander. Das gefällt mir noch besser als trag die Liebe in die Welt, ja? Das ist so schön. Weißt du, wenn du das sagst alles und ich unterschreibe das alles, weißt du, weil viele Leute haben da auch eine Hürde, ja? Also lieb zu sein. Andere, weil man wird so viel enttäuscht. Man wird so viel, es wird uns so viel Schmerz zugefügt. Ich verstehe das alles. Die Frage am Ende des Tages, die besteht, ist, kann ich eine Insel im Ozean sein? Kann ich eine Blase der Liebe sein? Oder kann ich eine Kerzenflamme in der Dunkelheit sein? Und die Antwort ist ganz eindeutig ja. Selbst in diesen Zeiten, in denen wir leben, wenn wir das in uns selbst so kultivieren, ja, einfach, dass wir unser eigenes Ding leben, und das ist ja nichts Schlechtes, seid lieb zueinander, ja. Wenn wir das tun und wenn wir so durch die Welt gehen und natürlich auch nicht zulassen, dass uns wehgetan wird, das gehört ja auch dazu. Aber ich glaube, so können wir für uns selbst auch wirklich diese Insel in diesem dunklen Ozean sein, der heute zu bestehen scheint. Wir können in uns selbst das Licht entfachen, ja, in uns selbst leuchten. Und das bedeutet, dass dieses seid lieb zueinander, dass uns das selbst hilft, wie wir jetzt hier in diesem Video auch dargestellt haben, dass wir dadurch auch uns selbst helfen, indem wir der Welt helfen. Und damit möchte ich für heute schließen. Ich sag danke, lieber Tasso. Danke, dass du hier wieder dabei warst. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Unterstützt meine Arbeit weiter. Bitte unterstützt sie weiter, damit das fortgeführt werden kann. Wenn ihr irgendwelchen Wert aus diesen Videos zieht, unterstützt meine Arbeit. Seht in die Videobeschreibung. Dort kann man sehen, wie das möglich ist. Und ansonsten seid trotzdem immer herzlich willkommen. Und schaltet weiter ein. Wir sehen uns am nächsten Samstag, nächsten Mittwoch, immer 21.30 Uhr. Seid lieb zueinander. Danke. Trag die Liebe in die Welt hinaus. Lass sie strahlen ohne Rast und Pause. Mit jedem Schritt, den du gehst, wird die Welt ein Stückchen besser, alles steht.